Meine Frau und ich waren immer zu Beginn unserer Arbeit Personen mit Spürnasen. Und wir befanden uns in Florenz auf einer Einkaufsreise. Meine Frau ging mit einigen Freunden in die Uffizien, als wir morgens schon Weites abgeschlossen hatten. Und ich gab noch keine Ruhe, bin nochmal ins Baglioni Hotel und habe dort beim Schnüffeln und Durchlaufen in einem Raum, in einem kleinen Raum, eine sehr, sehr schöne, zwar einfache Kollektion, aber mich haben diese Farben sehr betört. Ein Schilfgrün und Erika Rosé und so weiter. Und das war alles wunderschön. Und ich habe dann gefragt, wer ist der Designer? Dann sagte mir der Repräsentant, noch sehr unbekannt. Aber von dem werden Sie hören. Und daraufhin habe ich dann mittags, als ich meine Frau und die übrigen Freunde Deutschlands getroffen habe, gesagt, ich habe eine Kollektion entdeckt, die ist außergewöhnlich. Und Brigitte, du musst mit und wir werden sie kaufen. Und dann haben wir sie nachmittags disponiert und nicht in kleinem Umfang, spontan, wie wir früher auch waren. Es war ja früher alles einfacher. 1976. Und dann haben wir erfahren, dass dieser Gianni Versace noch eine zweite Kollektion machen würde. Und die wird in Mailand ausgestellt auf der Via della Spiga. Wir sind natürlich mit unserem Auto sofort auch dann weitergefahren nach Mailand in die Spiga und haben uns auch diese Kollektion angesehen und ebenfalls gekauft. Und der Verkauf war grandios und auch dann in der nächsten Saison. Und dann habe ich Gianni Versace angerufen. Es war sehr schwierig. Er sprach nur Italienisch, keine andere Sprache, auch kein Englisch. Und ich schwierig Englisch. Und dann haben wir uns verständigt in Mailand zu einem Mittagessen. Ja, und dazu ist es dann sehr rasch gekommen, sind meine Frau und ich dorthin geflogen und haben ihn dann aufgesucht. Und dann habe ich gesagt, Gianni, deine Kollektion ist so gut, wann machst du dich selbstständig? Nein, noch absehbar nein. Dann habe ich gesagt, komm nach Düsseldorf, komm nach Deutschland, wir machen dich groß und bekannt. Und das ist dann auch innerhalb eines Jahres geschehen, dass ich dann viel telefoniert habe mit den Produzenten, mit dem Repräsentanten und so weiter. Und Gianni Versace kam dann 1978 im Frühjahr mit seinen drei Kollektionen, inzwischen gab es auch Kellegen, nach Deutschland. Und im Stadttheater Lippstadt habe ich denn eine große, große Modenschau veranstaltet. Das war, ging alles auf meine Kosten. Es kam schon eine Woche vorher der ganz große, berühmte Nando Milio aus Mailand nach Lippstadt und hat dann alles vorbereitet, anfertigen lassen, Bühnenbilder konstruiert und so weiter. Ja, und das war wirklich ein Tag, Anfang bis Mitte Februar. Da waren alle Auguren der Mode aus Deutschland in Lippstadt. Es war ein großer Auflauf in Lippstadt und es war überhaupt eine Sensation in dieser kleinen westfälischen Stadt. Und damit wurden wir dann auch durch diese Show von Gianni Versace wurden wir bekannt und berühmt. Was war er für ein Mensch? Wie würden Sie ihn beschreiben? Ein sehr, sehr anfänglich scheuer, sympathischer Mensch. Er ist uns sehr lange treu geblieben. Wir waren immer seine Gäste, anfänglich in der Mailänder Wohnung. Das war noch alles sehr mager und sehr sparsam. Aber er hat sich ja sehr schnell entwickelt und ein wahnsinniges Geld verdient.
Ich darf Ihnen sagen, unter den 40 Gästen, die ihn begleiteten, war auch seine Schwester Donatella. Und er beschimpfte sie in den Vorbereitungsarbeiten und Donatella durfte nur wirklich den Schmuck umlegen, die Schuhe raussuchen, anziehen, aber hatte sonst keine großen Kompetenzen. Und da habe ich erkannt, dass Donatella Versace wahrscheinlich nicht die Person ist, die ihn ersetzen kann. Und so ist es ja auch. Und wie haben Sie damals das aufgenommen, als er plötzlich starb? Das war ja doch ein ziemlicher Schock, glaube ich, für die ganze Modebranche. Ja, natürlich auch für uns. Und Miami haben wir nie gesehen. So weit ist es nicht gekommen, aber sein Haus am Gardasee und so weiter, am Comasee, das war alles wundervoll. Ja, ich habe dann allerhand Pressemitteilungen geben müssen, die sich alle an uns gewendet haben. Und es war eine wirkliche Schocksituation, ja.